Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, gerade in diesen Tagen zeigt sich, wie wichtig die Europäische Union ist, dass wir die EU dringlicher denn je brauchen. Und Sie, Herr Merz, Sie haben ja gerade große Worte darüber gefunden, dass wir an einem Europa der Zukunft bauen müssen. Aber wenn man zurückschaut auf die Politik der CDU und CSU in den letzten Jahren in Europa, dann war es gerade der Kurs von Wolfgang Schäuble, der Europa so gespalten hat. Der besserwisserische, belehrende Ton, den Wolfgang Schäuble, den die Union gegenüber insbesondere den Ländern Südeuropas hatten, dieser elende Kurs der Austeritätspolitik, mit dem sie viele südeuropäische Länder zur Privatisierung gezwungen haben, wichtige Investitionen verhindert haben. Das ist ihr Erbe, und das hat Deutschlands Ruf bei unseren europäischen Nachbarländern schwer belastet. Das ist ihr Erbe in der Europapolitik. Ja, wir arbeiten an einer Europa der Zukunft, und das ist wirklich harte Arbeit. 27 Mitgliedstaaten mit vielen unterschiedlichen Perspektiven, die jeden Tag miteinander um den besten Weg ringen, aber auch zeigen, dass wir handeln können. Wir haben hart gerungen um harte Sanktionen gegen den Iran. Ein Regime, das auf furchtbare Weise Terror ausübt gegen seine eigene Bevölkerung, das junge Menschen einsperrt, foltert und hinrichtet, nur weil sie es wagen, eine eigene Meinung zu haben, nur weil sie es wagen, von einem Leben in Freiheit zu träumen. Das auszuhalten, das ist extrem schwer, und wir arbeiten jeden Tag daran, dafür zu sorgen, dass die Welt hinschaut. Wir arbeiten jeden Tag daran, es diesem Regime schwerer zu machen. Und insbesondere die deutsche Außenministerin war es doch, die dafür gesorgt hat, dass am Montag weitere Sanktionen in der Europäischen Union beschlossen werden. Und ganz persönlich herzlichen Dank, Annalena, dafür. Ich weiß, wie hart das ist, was du da gerade leistest. Aber Sie, Herr Merz, wenn Sie das hier zu Recht ansprechen mit dem Iran, dann muss ich Ihnen sagen, ich werde Ihnen persönlich nicht vergessen, dass Sie hier im Plenum gelacht haben, als die deutsche Außenministerin über feministische Außenpolitik gesprochen hat. Sie haben sich zurückgelehnt, breitbeinig, und haben das Thema nicht ernst genommen, als wir das auf die Tagesordnung gesetzt haben. Fangen Sie erst mal mit Ihrer eigenen Wertehaltung an, bevor Sie hier andere kritisieren. Ja, wir ringen in Europa um die besten Antworten. Das heißt auch zum Beispiel im Umgang mit Orbán. Es war schäbig, dass Orbán ausgerechnet die Hilfen für die Ukraine genutzt hat, um die Europäische Union zu erpressen. Gut, dass sich eine Mehrheit der Mitgliedstaaten nicht davon hat beeindrucken lassen. Ja, es hätte noch mehr sein müssen, aber dass der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus jetzt angewendet wird, das ist ein historisches Signal und zeigt, wozu die Europäische Union in diesen Zeiten fähig ist. Und wozu die Europäische Union fähig ist, das hat sie insbesondere gezeigt angesichts des furchtbaren Angriffskriegs, den Russland gegen die Ukraine geführt hat. Wir haben zusammengestanden. Wir haben schnelle und harte Sanktionspakete auf den Weg gebracht. Und gerade jetzt, in diesem Winter, der lang, dunkel und kalt wird für die Menschen in der Ukraine, ist es so wichtig, dass wir weiterhin mehr helfen beim Thema zivile Infrastruktur, mit Hilfsgütern, mit Generatoren, mit Heizgeräten, mit Containern, all das, was wir liefern können, um den Menschen in der Ukraine jetzt durch diese Zeit zu helfen, müssen wir tun. Und das heißt auch Unterstützung mit Waffen, heißt auch Unterstützung mit mehr Waffen. Das ist wichtig in dieser Zeit. Aber, Herr Merz, wenn Sie hier diese Worte über die Ukraine finden, und die waren angemessen und empathisch am Anfang, dann sage ich Ihnen auch, Solidarität mit der Ukraine zeigt sich auch im Umgang mit Geflüchteten, mit den Menschen, die hier hinkommen, die unsere Hilfe brauchen. Und dass die Union in dieser Zeit, in der so viele Menschen auf unsere Unterstützung angewiesen sind, immer wieder Kampagnen gegen Geflüchtete fährt, immer wieder Sherpix, wie die CSU in dieser Woche gegen Geflüchtete macht, über Sozialtourismus spricht, über Pull-Effekte spricht, das ist unsolidarisch, auch gegenüber den Menschen aus der Ukraine. Das macht das Leben von diesen Menschen hier schwieriger, und das ist Ihre Verantwortung, die Sie auch haben. Ja, und wir brauchen die EU auch, um Antworten zu geben auf die großen geopolitischen Herausforderungen dieser Zeit, im Umgang mit China und auch im Umgang mit den USA. Das, was die USA mit dem Inflation Reduction Act machen, das ist eine krasse Ansage. Auf der einen Seite zeigen sie, wie ernst man machen kann beim Klimaschutz.
Und auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung für uns, weil diese Politik im Kern protektionistisch ist. Darauf müssen wir in der Europäischen Union eine Antwort geben. Unser Ziel ist hierbei klar. Wir müssen Europa zum Leitmarkt machen für Zukunftstechnologien, zum Leitmarkt machen für grüne Technologien. Das zu fördern, ist die beste Antwort, die wir auf den Inflation Reduction Act geben können. Dazu gehört übrigens auch, unserer Industrie hier vor Ort zu helfen, fit zu werden für den klimaneutralen Markt der Zukunft. Und Herr Merz, dieser Reflex, immer alles zu kritisieren, was die Regierung macht, und immer alles doof zu finden, nur weil es von der Regierung kommt, die hat genau an dieser Stelle nicht funktioniert. Als Sie, Herrn Habeck, dafür kritisiert haben, dass wir jetzt Verträge mit der Industrie auflegen, damit sie umstellen können auf grünen Wasserstoff, damit sie umstellen können auf eine klimaneutrale Stahlproduktion. Da haben Sie das kritisiert, haben das schlecht gefunden und haben sogar vergessen, dass es in Ihrem eigenen Bundestagswahlprogramm stand. Dieser Reflex, einfach nur alles doof zu finden, der ist im Kern populistisch, der ist im Kern nicht ernsthaft. Und ich wundere mich wirklich. Ich habe in den letzten Wochen mehr Sharepics von der Union gefunden zu irgendwelchen Leuten, die sich auf Straßen festkleben, als eine zukunftsgerichtete Antwort für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie hatten mal vor, eine Wirtschaftspartei zu sein. Im Kern haben Sie keine Antworten auf die Zukunft unseres Landes, weder bei der klimaneutralen Wirtschaft noch beim Thema Fachkräftestrategie, wo Sie auch einfach gegen alles sind, was der Wirtschaft helfen würde, den Fachkräftemangel in diesem Land zu bekämpfen. Das ist keine ernsthafte Oppositionspolitik. Die CDU hatte mal den Anspruch, eine staatstragende Partei zu sein. Momentan haben Sie sich in eine Populismus-Opposition zurückgezogen. Ich hoffe, Sie kriegen das in Zukunft wieder besser hin.